Tag Leute und willkommen zu einer neuen Bravo Screen Fund Review. Bevor es richtig losgeht, ein kurzes Anfangsblabla. Ich werde das auch entsprechend trennen, damit die Leute, die es nicht interessiert, das gleich überspringen können. Ich werde die Arbeiten an meinen Zeitschriften-Reviews abändern, also generell an allen Videos. Denn ich habe in der letzten Zeit gemerkt, dass mir gerade beim Schneiden extrem die Lust vergangen ist, dass ich das wirklich nur noch abgearbeitet habe und da überhaupt keinen Spaß mehr dran hatte. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich ein Riesenproblem damit habe, dass man meine Atemgeräusche in den Videos hört. Wer mich kennt bzw. mich schon länger verfolgt, der weiß ja, dass ich eine Behinderung habe und da ist die Lunge auch betroffen und deswegen klingt meine Stimme ein bisschen anders, beziehungsweise man hört meine Atmung ein bisschen stärker, weil die Lunge auch betroffen ist. Aus diesem Grund habe ich dann auch immer die Atmung rausgeschnitten, weil das immer so klang, als würde mir jemand den Hals zudrücken, während ich dieses Video aufnehme. Das ist natürlich Quatsch und ich habe mich dann mal auf YouTube ein bisschen schlau gemacht, habe geguckt, wie gehen andere damit um? Weil ich das ja bei manchen YouTubern, die ich gerne gucke, die natürlich gesund sind, klar, aber da sehe ich das ja auch, die drehen 15 Minuten am Stück, schneiden nicht. Und ja, da muss es ja auch irgendwie gehen. Und da bin ich auf Videos gestoßen von professionellen Sprechern. Und die haben gesagt, macht das auf keinen Fall, schneidet keine Atmer raus. Weil das ist nicht natürlich. Atmen gehört zum Menschen und deswegen sollte man das lassen, man gewöhnt sich auch daran. Man kann das natürlich ein bisschen dämpfen, da habe ich mir jetzt ein paar Möglichkeiten angeguckt. Und irgendwie, so wie die das formuliert haben, stimmt das auch. Ich meine, ich habe mich schon mit vielen Leuten unterhalten, ich habe Livestreams gemacht, ich habe auch schon über Discord mit Leuten gesprochen. Noch nie hat jemand gesagt, ey Alter, hör mal auf so komisch zu japsen, hör mal auf so komisch zu schnaufen. Ja, da frage ich mich auch. Weswegen reg ich mich jetzt so darüber auf? Aber naja, ist wahrscheinlich noch so ein bisschen ein Überbleibsel von diesem sich an die eigene Stimme gewöhnen. Also es ist ja, wenn man seine Stimme als erstes das erste Mal aufgenommen hört, ist man ja so irritiert, weil man hört seine eigene Stimme ja von innen, aber die anderen hören es von außen und da klingt es anders. Und ich glaube, das ist mit den Atmern genau dasselbe. Wenn man selber atmet, man hört das ja nicht. Das wäre auch ein bisschen unheimlich. Jedenfalls werde ich das ein bisschen ändern, und zwar wie folgt. Ich werde jetzt dieses Menü zum Beispiel oder auch dann später die Zeitschrift, wenn das bei der Computerbildspiele so weitergeht, werde ich quasi live aufnehmen, also in einem Durchlauf. Das ist im Prinzip alles und ich werde dann die Atmer nicht rausschneiden, längere Pausen oder extreme Versprecher natürlich schon, aber ansonsten werde ich es weitestgehend natürlich belassen, weil ich drehe Zeitschriftenreviews. Das sind auf Deutsch gesagt Pups-Videos. Ich drehe keine Kinofilme, wo alles stimmen muss. Und wer meine Videos wirklich mag und gerne guckt, der wird auch dranbleiben. Und die, denen das nicht passt, ne, die sollen sonst wohin gehen. Ich glaube, auf YouTube gibt's noch ein, zwei weitere Kanäle, die man sich angucken kann. Aber ja, es läuft im Prinzip so, wie ich es schon ganz zu Beginn der Screenfun-Reviews gemacht habe. Nur damals habe ich noch nicht so dieses Gefühl gehabt, wie man Menüs richtig einspricht und schneidet. Da ging es dann noch ein bisschen ruckartiger zu. Los geht's. Auf der ersten CD hören wir im Hintergrund ein Lied von Carsten Jessen. Der ist ja aus der Screen Fun relativ bekannt. Der Tricksbereich ist in dieser Ausgabe wahnsinnig gut gefüllt. Von der Masse der Lösungen, Hilfen und so weiter geht es schon fast in die Richtung, die man dann später auch auf den DVD-Ausgaben finden kann. Um hier mal ein paar Beispiele zu zeigen, Far Cry 1, deutsche Version. Das ist der, glaube ich, einzige Far Cry-Teil, ja, den ich noch nie gespielt habe. Ich weiß auch nicht, ob ich wirklich Lust dazu habe. Dann natürlich die Komplettlösung zu GTA San Andreas. Das sind aber übrigens auch alles, oder meistens, ich habe mir jetzt nicht alle angeguckt, meistens mehrere PDF-Dokumente. Also zum Beispiel die Lösung von GTA San Andreas ist auf 2, 3 PDFs aufgeteilt. Und wenn ich hier schon sehe, 4 Seiten, um Himmels Willen. Dann haben wir hier noch Far Cry 2. Das ist auf 2 PDFs aufgeteilt.
die Harry Potter Version von den neueren Konsolen, also PS2, Xbox und GameCube, die kenne ich persönlich nicht, sind natürlich grafisch deutlich besser als das, was damals 2001 rauskam. Irgendwie ein bisschen ulkig, dass man das nochmal gemacht hat. Im Bereich Service haben wir hier unter anderem auch Jackpot-Gewinner von Anfang 2005. Werde ich jetzt natürlich nicht zeigen, weil man da alles sehen kann. Das ist sowas, was heutzutage nicht mehr möglich wäre. Du hast Vorname, Nachname und Ort. Also die Adressen der Leute rauszukriegen wäre durchaus möglich, wenn du ein Mensch ohne Leben bist. Mit den besonderen neuen Programmen hält es sich ehrlich gesagt in Grenzen. Hijack This habe ich nicht installiert. Das ist ein Programm, um irgendwelche, ja, wie es hier steht, Hijacker zu löschen. Dürfte heutzutage nicht mehr funktionieren. Der HTML-Kurs ist das, was es sagt. Natürlich eine Shareware. HTML Editor Phase 5 ist sowas Ähnliches, würde ich sagen. Achso, die Programme zeige ich jetzt, nachdem ich das Menü durchgegangen bin. Generell, Programmierung war noch nie mein Fall. Also in der Schule habe ich das gehasst. Die alte Version von Skype, wird die funktionieren? Wer weiß. Genauso mit X-Lite, das ist auch so ein Programm, mit dem man Leute anrufen konnte. Gucken wir mal, ob da noch was geht. Hier habe ich jetzt die 4 Programme installiert, die es auf der CD gab. Habe ich jetzt zum Zeitpunkt noch nicht ausprobiert. Ist also eine ganz authentische Reaktion. Ich bin jetzt ein bisschen verwundert, was das hier sein soll. Aber ich habe nochmal ins Screenfun-Menü geguckt. Und das ist tatsächlich nur eine Art Lexikon. Wie schon gesagt, mein Thema ist das überhaupt nicht. Ich kann mich in solche Programmiersachen nicht reindenken. Ich bin ja auch relativ schlecht in Sachen Mathematik. Und ja, man kann schon sehen, so viel findet man hier nicht. Und der HTML-Editor ist das, was man erwartet. Hier kann man dann ganz einfach irgendwelche Sachen eingeben. Glaube ich zumindest. Test. Ja, jetzt haben wir hier zum Beispiel was. Und wenn man sich mit HTML auskennt, könnte man jetzt loslegen. Wenn ich Skype öffne, dann möchte er natürlich gleich, dass ich mich anmelde. Ich habe ein Skype-Konto, das irgendwo im Internet verschimmelt, aber ich habe keine Ahnung, was da meine Zugangsdaten sind. Ich muss nicht erwähnen, dass das hier nicht mehr funktioniert. Es ist einfach nur nett anzusehen. X-Lite wird erstmal von meiner Firewall geblockt. Mikrofon habe ich jetzt hier nicht dran. Adjust your volume to a comfortable level. Diesen Audio-Tuning-Quatsch habe ich abgebrochen, da wollte er bloß das Mikrofon einstellen. Und natürlich brauchen wir auch hier wieder Username, Passwort, Domain und all diesen ganzen anderen Quatsch. Machen wir es kurz, das Ding wird auch nicht mehr funktionieren. Machen wir weiter mit dem schönsten Teil der Screenfun, den Spielen. Das Hauptspiel auf CD1 ist Arx Fatalis. Das Spiel kenne ich. Ich habe es noch nie groß gespielt, aber ich habe es auf Steam. Bisher hatte ich immer so meine Probleme mit der Steuerung, da komme ich aber später zu. Und es gibt eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich bei diesem Spiel erwähnen muss, was die Version betrifft. Den Patch von Arx Fatalis kann ich empfehlen, beziehungsweise sollte man machen, damit es besser läuft. Bei mir auf Windows 10 hat diese Version 1.17 funktioniert. Die aktuellste Version für Windows 10 ist 1.21. Das ist, glaube ich, auch die, die bei der Steam-Version benutzt wird. Handbuch. Dark War 2 ist für Screenfun-Verhältnisse ein ziemlich blutig brutales Spiel. Geht so ein bisschen in eine Rogue-like-Richtung, wie man heute sagen würde. Also es geht nicht darum zu gewinnen, sondern du musst möglichst viele Gegner erledigen. Dafür bekommst du Geld und von diesem Geld kannst du dir dann bessere Sachen gönnen. Feuer um Mitternacht ist ein RPG-Maker-Spiel. Ich bin gerade am Überlegen, wann hatten wir denn mal wieder ein RPG-Maker-Spiel? Auf der CD ist auch schon ein bisschen her. Fleepool Advantage ist ein Knobelspiel, was so ein bisschen an
diese Block-Austauschspiele erinnert, die es so gibt. Legend of Shadow ist ein ziemlich anspruchsvolles Ninja-Spiel, wo du dich in Ninja-Manier durch Bäume hangeln bzw. springen darfst. Und natürlich geht's auch darum, jede Menge Gegner zu erledigen. Und das letzte Spiel auf CD1 ist eine erneute Veröffentlichung von Vampire's Dawn 1. Ich glaube, das war schon mal auf der Screen Fun drauf. Zumindest als Demo-Version. Also ich habe es auf jeden Fall schon mal gezeigt. Und deshalb werde ich es kein zweites Mal tun. Bei Legends of Shadow kann ich als erstes sagen, dass ich die Musik gut finde. Die Figuren sind aus heutiger Sicht ziemlich winzig. Ich weiß aber nicht, ob das auf alten Bildschirmen noch anders war, wo man noch keine riesig große, gigantische Auflösung benutzt hat. Durch diese kleinen Figuren ergibt sich natürlich, dass die Gegner wesentlich schwerer zu erkennen sind. Und da diese wild hin und her springen, passiert es auch mal, dass du mitten im Sprung drauf gehst. Generell ist es ungewohnt blutig für eine Spielezeitschrift, die sich an Jüngere richtet. Fleepool Advantage ist schnell erklärt. Du musst, wie schon bei vielen anderen Spielen, die es so auf der Screen Fun gab, gleichfarbige Blöcke treffen, bis das ganze Feld leergeräumt ist. Auch hier ist die Musik in Ordnung. Das Spiel konnte ich aber nicht lange spielen, weil es immer kurz vor Ende des ersten Levels abgestürzt ist. Feuer um Mitternacht sieht durchaus schick aus. Es hat eine zeitlose RPG-Grafik. Allerdings hat auch dieses das ein oder andere typische Problem von selbstgemachten Maker-Spielen. Nämlich zum einen ein elendig langes Intro, welches man nicht überspringen kann. Und ein zweites, bei welchem ich aber nur Vermutungen anstellen kann. Folgendes. Das Spiel geht nach etwa 5 Minuten dann mal so richtig los mit einem zähen Kampf. Nachdem man den überstanden hat, folgt nahezu sofort ein zweiter Kampf, welchen man nicht ausweichen kann, und man kann sich vorstellen, wie das endete. Du hast noch keine Hilfen, Waffen oder ähnliches. Man kann also nur angreifen und verteidigen, nimmt dabei aber trotzdem irgendwie mehr oder weniger Schaden. Diesen zweiten Kampf habe ich demnach nicht geschafft. Also entweder ist es sehr schwer oder unfair. Das Fiese hierbei ist auch, dass du noch nicht mal die Möglichkeit bekommst, das Spiel zu speichern. Das heißt, wenn du jetzt diesen zweiten Kampf verlierst, kannst du dir das ganze Intro nochmal von vorne angucken und es nochmal versuchen. Was soll das? Ach ja, und eine lustige Sache. Warum sagt man statt Skelett Knochengerüst? Thank you.
Dark World 2 ist von allen kleinen Spielen auf der ersten CD das Beste. Die Steuerung ist auch hier etwas gewöhnungsbedürftig, weil man alles mit der Tastatur steuert. Auch das Zielen mit der Waffe. Dafür ist es grafisch top. Zu Beginn ist es noch ein bisschen schwer, weil man hat noch nicht so gute Waffen, man hat noch nicht so viel Munition und es kommen im Verhältnis dazu sehr viele Gegner. Das heißt, in den ersten Runden ist man gezwungen, am Ende mit dem Messer zu kämpfen, weil es anders gar nicht möglich ist. Nichtsdestotrotz hat es mir durchaus Spaß gemacht. Und was den Gewaltgrad angeht, toppt dieses Spiel diesen Ninja-Titel um Länge. What did I come here to do? The gobblers probably crept up on you from behind. Bloody gobblers. Come on, look around your cell. There has to be a way to get out on your side. I can't do anything on my side. Zu Arx Fatalis kann man eine ganze Menge erzählen. Ich werde erstmal auf die Sache mit der Version eingehen. Und zwar ist es so, dass die deutsche Version von Arx Fatalis zensiert wurde. Natürlich wieder in Sachen Gewalt. Also sowohl Blut, Splatter und auch die Umgebung wurden entschärft. Ich spiele hier nicht die deutsche Screenfun-Version, sondern die englische, die ich bei Steam habe. Ich bin allerdings noch nicht so weit gekommen. Es gab noch keine Möglichkeit, wo ich diese blutigen Effekte mal wirklich hätte zeigen können. Deshalb versuche ich eher, meine ersten Eindrücke zu schildern. Ich habe das Spiel ungefähr 20 Minuten gespielt. Die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig. Größtenteils spielt es sich wie in heutigen RPGs, also Skyrim zum Beispiel, nur das Inventarmanagement oder das Aufheben von Gegenständen funktioniert noch in einem separaten Modus, wo das Ganze oder wo du einfrierst und du kannst dann mit Mauszeiger mit Gegenständen interagieren. Das gefällt mir überhaupt nicht und ich verstehe nicht, warum man das gemacht hat. Besser ist es nicht, weil das Spielgeschehen wird dadurch ja nicht angehalten. Für mich wirkt es eher so, als wenn das Spiel langsam gespielt werden soll und nicht, dass du da durchrennst und alles niederknüppelst. Dieser Gedanke passt schon eher, denn das Spiel ist ziemlich dunkel. Viele Gegenstände sind einfach nur aufgrund der Lichtverhältnisse schlecht zu sehen. Das heißt, man sollte wirklich genau gucken, wo man irgendwas finden kann. Und man muss insgesamt selbst rausfinden, was man hier machen soll. Also es gibt keine Questmarker, es gibt keine Richtlinien, die dir gegeben werden. Am Anfang musst du ja durch diese Falltür durch und dann landest du unten im Kerker oder Kanalisation oder so. Du weißt, okay, gut, du sollst irgendwie weiter, bis du zu dem Tor kommst, um den anderen rauszuholen. Wie du da hinkommst? Keine Ahnung. Und so läufst du eben durch die Gänge und findest so ein paar Rätsel oder Gegner und musst eben alleine rausfinden, was du hier eigentlich machen sollst. Ich habe da zum Beispiel auch ein paar Druckplatten gefunden. Da kann man Steine drauflegen. Aber wie das alles zusammenhängt, das wird nicht erklärt. Einerseits hat das natürlich was. Vor allem die Atmosphäre des Spiels ist wirklich gut für die Zeit. Also diese unterirdischen Gänge fühlen sich auch wirklich eng an. Auf der anderen Seite ist es natürlich entsprechend anspruchsvoll, weil man aufmerksam sein muss. Das Kampfsystem ist soweit okay, ja. Aber es läuft auch alles noch ein bisschen langsamer. Also wenn er den Knochen oder irgendwas anderes schwingt oder eben am Anfang noch die Fäuste, das geht alles ein bisschen langsamer und man ist heute einfach schnellere Kämpfe gewöhnt. Das ist hier noch ein bisschen anders. Ob ich das weiterspielen werde, weiß ich nicht. Ich neige bei sowas immer dazu, mir Hilfen zu suchen, wenn ich nicht weiterkomme. Eben weil man es heute viel bequemer hat in solchen Spielen. Aufgrund solcher Sachen wie Questmarker, Gegenstände sind deutlich zu erkennen, die Fackeln halten unendlich lange und so weiter.
Something is wrong. Weiter geht's mit CD 2. Auf der zweiten CD hören wir im Hintergrund ein Lied aus dem Spiel Gunship. Bei den nützlichen Programmen sind diesmal auch ein paar neue dabei, allerdings auch wieder so eine Sachen, wo ich jetzt keinen Sinn drin sehe, das zu zeigen. Also Audio Grabber war schon mal dabei, CD Burner, ja, ich habe kein CD-Laufwerk im PC, DirectX, ja, GX Transcoder, das ist auch nur ein Programm, um Dateien zu konvertieren. Denn eine Firmware für ein MP3-Player. Sorry, ich finde das so ulkig. Also eine Firmware für einen MP3-Player. Ich hatte nie einen MP3-Player. Dann haben wir hier Lame Encoder, das ist genau dasselbe. Das ist auch was, was das umwandeln kann, Media Player 10. Virtual Dub, ja, sollte man auch kennen. Und X-Wit. Das Interessante kommt jetzt. Nämlich ein Pauk-Hilfe-Paket. Denn die Leser des Greenfun dürften vermutlich noch im Schulalter sein. Und da kommt sowas sicher gut. Ein paar Programme davon hatten wir auch schon mal, deswegen kommt auch hier nicht alles. BK Formelsammlung, das ist neu, soweit ich weiß, aber natürlich auch nur eine Shareware. Latein-Wörterbuch gab es, glaube ich, auch mal in irgendeiner der alten Ausgaben. Quick Dick gab es definitiv schon mal in einer früheren Ausgabe. Auch alles nur Übersetzungssachen, Lexikas. Oder, naja, nicht Lexikas, sondern eher Duden. TM-Formel, das ist auch so ein Berechnungsprogramm. Und Tulogs ist ein Französisch-Wörterbuch. Beim Start der Shareware-Formelsammlung werden wir natürlich gleich darauf hingewiesen, dass das eine Shareware ist und man 10 Euro zahlen soll. Habt ihr das vorhin gesehen, dass da allen Ernstes stand, wenn sie bereits eine Version haben und eine neue Version rauskommt, kostet diese nur 5 Euro. Also ein normales Update kostet Geld. Oh Mann. Ich meine, ich hatte Bio-Leistungskurs, aber ich habe noch nie vom Fick'sches Gesetz gehört. Brownsche Molekularbewegung. Ja, das ist definitiv kein normales Schulwissen. Chemie, ja, ich habe Chemie abgewählt, aus gutem Grund. Elektrizität, also was hat man hier? Geometrie. Drachenviereck, Dreieck allgemein. Flächeninhalt, Umfang. Ach so, dann kann man das hier auch noch berechnen lassen. Also so eine Programme, muss ich sagen, die hätten mir damals in der Schule wirklich den Arsch gerettet. Auf der anderen Seite natürlich, sicher, du hättest das alles richtig gehabt, aber was hätt's dir genützt? Wenn du kein Mathe kannst, dann kannst du es halt nicht. Hier haben wir jetzt das zweite Programm, TM Formel. Freeware Edition. Und das ist im Grunde genau dasselbe. Oder zumindest so ähnlich. Unter dem Reiter Add-ons gibt es dieses Mal extra Kram
Klamotten, Häuser, Schmuckgegenstände für die Sims 2. Kann ich natürlich nicht zeigen, weil ich das Spiel nicht habe. Dafür ist das Menü ein bisschen besser gestaltet als damals, wo es noch extra Gegenstände für die Sims 1 gab. Denn hier haben wir jetzt nicht nur einfache Menüs, also wenn ich jetzt auf Installieren klicke, dann kommt nicht einfach nur der Ordner, sondern es öffnet sich Firefox und wir haben ein richtiges Auswahlmenü. Damals, 2005, dürfte sich das, glaube ich, noch im Internet Explorer geöffnet haben, je nachdem, was man so auf dem PC hatte. Und hier kann man eben alles sehen, was auf der CD ist. Klamotten, Frisuren, Häuser, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so dolle, obwohl die paar Häuser, die sehen gar nicht mal schlecht aus. Und wenn man dann da draufklickt, gibt es den entsprechenden Verweis zur Datei. Am Ende dieser Ausgabe kann ich euch auch wieder eine Videoshow zeigen. Viele Videos zu neuen Spielen, wo ich mal wieder die meisten nicht kenne. Ist das schlimm, dass ich zu den meisten Spielen nichts sagen kann? Obwohl hier Oddworld Strangers Vergeltung, das habe ich mal gespielt, hat mir nicht so gefallen. Ich kann auch nicht mal wirklich sagen, was das für ein Spiel sein soll. Also du bist ein Kopfgeldjäger, du kannst das in Ego-Perspektive spielen, also das sieht dann aus wie ein Ego-Shooter, aber es ist kein Ego-Shooter. Zumindest nicht so richtig. Ist eher viel mit Schleichen und so. Also es macht eigentlich mehr Sinn, das in einer dritten Person zu spielen. Die Trailer sind auch nicht wirklich offiziell. Also zumindest, wenn man sich manche anguckt, wie jetzt hier von Beautiful Joe, dann glaube ich nicht, dass das ein echter Trailer ist. Das Video geht keine Minute. Und da gibt's, glaube ich, auch gar keine Einblendungen hier mit Publisher, Entwickler und was man so kennt bei Trailern. Das ist einfach nur ein Gameplay-Video. Dann sprechen wir mal noch kurz über die Spiele. Das Hauptspiel auf CD2 ist Gunship, wen wundert's. Eines dieser Helikopterspiele, die zur Anfangszeit der 2000er sehr beliebt waren, wenn ich mich recht erinnere. Also gerade Comanche war ja so eine Reihe, die gefühlt jährlich rauskam. Gunship ist so ähnlich und ich kann schon mal sagen, es hat funktioniert, aber nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Handbuch. Bei Crazy Kickers XS kann man eventuell schon vermuten, wer das Spiel gemacht hat. Ja, natürlich, die Warhoon-Macher Penomedia. Und ansonsten, ja, die Bilder sprechen für sich. Hardhead dagegen erinnert mich auch an irgendein Spiel. Also ich habe das irgendwo schon mal gesehen. Dieses Aussehen, alleine auch wenn man jetzt hier am Anfang dieses Titelmenü, das hat man doch irgendwo schon mal gesehen, ne? Hust, hust. Lemming Ball Z habe ich schon damals nicht zum Laufen bekommen. Das ist jetzt eine neue Version. Ich habe das jetzt nicht extra ausprobiert. Shoot the Roach Mini ist im Grunde nur eine Demo-Version, das steht ja hier, ein Level ist hier zu wenig, für 10 Euro gibt's mehr. Und wenn man sich die Bilder anguckt, könnte man auch erahnen, was für ein Spiel das ist. Und als letztes haben wir noch Zepp's Dreamland. Da war ich am Anfang ein bisschen überrascht, weil ich gedacht habe, das ist ein normaler Plattformer. Aber nein, ich würde es eher als eine Art Knobelspiel bezeichnen, beziehungsweise ja, Rätselplattformer kann man schon sagen, weil die Spielprinzipien ähnlich sind. Aber auf jeden Fall geht es hier mehr um Rätsel als um das bloße Springen. Bei Zepp's Dreamland sollte man vorher unbedingt das Tutorial spielen, ansonsten
weiß man nicht, was man machen soll. Man muss hier die Blöcke entsprechend platzieren, um ans Ziel zu kommen. Das klingt aber einfacher als es ist, weil man das nicht wahllos machen kann. Die ersten drei Level waren kein Problem. Ab dem vierten hing ich dann fest und habe irgendwann aufgehört. Shoot the Roach ist im Vergleich zu Mohun teilweise besser, weil wir hier mal wieder mehr Waffen und, ich glaube, man kann es gut erkennen, viel mehr Gegner haben. Das macht schon Spaß, wenn man das Maschinengewehr hat und die zahlreichen Kakerlaken in Windeseile alle über den Haufen ballern kann. Am Ende bekommt man dann noch Werbung für Handyinhalte zu diesem Spiel und da frage ich mich schon, wer will sich Kakerlaken aufs Handy laden? Hardhead ist ein Mega Man-Fanspiel. Ja, ich weiß, das kommt total überraschend. Es ist insgesamt wirklich gut gemacht, kommt dem Original sehr nahe, ist aber auch genauso schwer. Man muss letztlich dieses alte Gameplay mögen. Ich tue mich da teilweise ein bisschen schwer, weil ich aus Plattformern einfach anderes gewohnt bin. Immer nur dieses Springen, Ausweichen, irgendwelche Muster auswendig lernen. Das ist nicht so mein Fall. Ich finde da eher Spiele besser, wo man unterschiedlich ausweichen kann und nicht immer nur hüpfen und ducken. Aus heutiger Sicht stimmt ihr mir sicher zu, dass so ein Spiel heutzutage weder auf so einer Spiele-CD noch irgendwo im Internet landen könnte, ohne dass zahlreiche Schreiben folgen würden. Aber wir sind nun mal noch in der Anfangszeit des Internets und da war noch weit mehr möglich. Crazy Kickers XS ist natürlich von Pinomedia. Es gab, glaube ich, nur diese eine Firma, die solche XS-Versionen rausgebracht hat. Trotzdem haben wir hier ein vollwertiges Fußballspiel. Es ähnelt FIFA schon in einer gewissen Art und Weise, aber ist x-mal langsamer. Dieses Mal habe ich es auch mal selbst gespielt. Aber man merkte diese langsame Geschwindigkeit schon sehr beim Spielen. Alleine mit dem Ball übers Feld zu laufen, hat sich so elendig gezogen, dass es sich insgesamt einfach falsch anfühlte. Die Gegner waren dafür ziemlich aggressiv. Ich wurde mehrfach gefoult, sodass der Schiri dann mit einer gelben Karte ankam. Am Ende stand es 1:1 und bei der Verlängerung habe ich das Spiel dann abgebrochen. Alles klar, Pilot. Der Helikopter gehört nun Ihnen.
Sie sollten nun auf der Landebahn stehen. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, ziehen Sie den Stick leicht nach hinten und verringern Sie das Kollektiv, bis Sie gelandet sind. Drücken Sie Shift-C, wenn Sie die gestellte Aufgabe erledigt haben und bereit für die nächste Anweisung sind. Mit Shift-D können Sie die letzte Anweisung wiederholen lassen. Bei Gunship hätte ich euch gerne gutes Gameplay gezeigt, weil es gut lief, aber es gab ein Problem. Die Steuerung. Ich musste feststellen, dass es weder im Handbuch noch im Spiel einen Hinweis darauf gab, wie man die Steuerung ändern kann. Und im Tutorial erfährt man dann warum. Das Spiel setzt quasi voraus, dass du es mit einem Joystick spielst. Nachdem ich mit den Tasten etwas rumprobiert habe, konnte ich herausfinden, dass man den Helikopter auch mit der Maus steuern konnte. Aber ihr seht's ja, ich kann zwar nach links, nach rechts, etwas vor und etwas zurück, aber alleine das Drehen funktionierte nicht so, wie man es sonst von Flugspielen kennt. Ich konnte den Helikopter weder mit WASD noch mit den Pfeiltasten steuern. Schade. Ansonsten kann die Empfindlichkeit der Steuerung auch unterschiedlich eingestellt werden, bis hin zu einer richtigen Simulation. Ich habe es jetzt für den Test auf, ich sag mal, klassisches Action-Szenario eingestellt. Einfach damit man beim Fliegen nicht so viel beachten muss. Genützt hat es alles nichts. Und damit hätte ich auch diese Screen Farm-Ausgabe abgehakt. Mir kommt es bei dieser Ausgabe so vor, als wenn das die bisher längste von allen gewesen ist. Jetzt folgt noch eine Trailer-Show und da musste ich mal wieder was rausschneiden. Den uralten Sims 2-Trailer hat EA geclaimed, der kommt gar nicht. Und dann musste ich die Musik aus dem Outward-Trailer rausnehmen, sowie die Hälfte der Musik von Project Snowblind. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Yep! Ha!
Standing in our way. One last Jedi who has yet to choose his true role in the galaxy. If he joins us on the path to darkness, those who fight alongside him will follow. But if he takes the path of a Jedi, those who join him will feel the vengeance of the dark side. Anticipated sequel to the 2003 Game of the Year, Star Wars Knights of the Old Republic 2, The Sith Lords. Winter 2004.